Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Für die meisten von euch, die gerade in meinem Livestream zugeschaut haben, der Season 6 Launch Trailer wurde veröffentlicht. Ich habe ihn euch in meinem Livestream gezeigt. Ich werde ihn euch nachträglich jetzt nochmal zeigen und gehe hier und da nochmal Stück für Stück so ein paar Szenen durch, was man da gesehen hat, was der ein oder andere vielleicht übersehen hat. Es gibt Details, die neue Legende, eine neue Waffe, endlich. Auf der offiziellen deutschen EA-Seite erstmalig übrigens, bei jedem Season-Wechsel kamen die ganzen Informationen erst auf der englischen und Tage später auf der deutschen. Ich switche gleich rüber auf die EA-Seite und nehme euch da so ein bisschen mit und entferne natürlich die Kamera, dass ihr mitlesen könnt. Wir fangen einfach mal an, ohne großes Gelaber, und danach zeige ich euch den Trailer und gehe nochmal so Stück für Stück so eine kleine Analyse durch. So, wir befinden uns schon auf der EA-Seite. Ganz normal braucht ihr bei Google eigentlich einfach nur EA Apex Legends eingeben und dann trefft ihr eigentlich schon den ersten Treffer mit der Apex Legends Seite. Und hier seht ihr schon dieses riesen Cover Apex Legends Season 6 unter dem Motto Maximalleistung, wie ihr ja hier sehen könnt. Zieht euch einfach diese fette Waffe rein. Ich denke, das ist ihre Ulti. Viel mehr sieht man, glaube ich, aus dieser ganzen Geschichte noch nicht raus. Ich werde euch natürlich im Trailer auch so ein bisschen die Fähigkeiten erklären, weil die sind ja schon seit einer Weile bekannt. Von Rampart bis eben war noch nicht 100% bekannt. Rampart müsste doch eigentlich ein Kerl sein. So, was haben wir? Wir können erstmal hier den Trailer uns reinziehen. Und dann wird uns hier offiziell gezeigt, die neue Legende ist Rampart, eine Modderin, die sich in Fight Clubs einen Namen gemacht hat. Rampart hat eine große Klappe und dazu passende Waffen, wie man ja unschwer erkennen kann. Dann gibt es wieder einen Battle Pass, muss man nicht viel zu sagen, da wird sich groß nicht viel ändern. Oder was steht denn hier? Mehr als 100 Exklusivobjekte, wie legendäre Skins, Apex Packs, neue Holo Sprays und mehr. Okay, Holo Sprays sind neu, aktuell kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, was das sein soll. Auf der rechten Seite sehen wir schon mal den Predator Waffen-Charm, der sieht ja ultra geil aus. Und hier links wird uns geteasert, es gibt ein neues Item, das sich Herstellung nennt. Du magst deine Ausrüstung nicht, sammle auf der Karte Materialien und bau dir etwas Besseres. Ich gehe davon aus, dass du dir wahrscheinlich keine Waffe zusammenbasteln kannst. Ich könnte mir aber vorstellen, du findest vielleicht zwei leichte Magazine, Stufe Weiß, und bastelst die mit Herstellungsmaterialien so zusammen, dass es vielleicht ein blaues oder lilanes ist. Ist meine Vermutung, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und wir bekommen endlich eine neue Waffe, die Vault SMG. Die ist schon seit Ewigkeiten in den Quellcodes von Apex Legends. Selbst wenn du, es sind selbst die Voice Lines, wenn du die Waffe mit den Charakteren pingst, Achtung, Vault SMG und so weiter, ist schon seit Monden im Quellcode. Jetzt kommt sie endlich rein. Wie ich gehört habe, soll es eine extrem starke Waffe aus Titanfall sein. Und man vermutet, ist auch meine Vermutung, dass es eine goldene Airdrop-Waffe wird. Und wahrscheinlich, weil der Wunsch war da, kriegen wir endlich bitte die Peacekeeper wieder zurück als normale Waffe. Und Respawn hat darauf reagiert, zumindest ein Mitarbeiter, und hat gesagt, die Chancen sind da, dass es bald soweit sein könnte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir die Peacekeeper wieder als normale Waffe zurückbekommen und die Vault SMG eine goldene Waffe wird. Das war es erstmal soweit zu der EA-Seite. Are you? Hey, yeah, I can dance. Who's Sheila? Okay.
So, wir gehen jetzt nochmal den Trailer Stück für Stück durch und ich mache sofort hier am Anfang Pause. Erinnert euch an die zweite Phase der Ingame-Teaser zu Season 6 auf dem World's Edge. In der Nähe der Sortierfabrik erschien auf einmal ein Kran mit einer gewissen Ladung an Bord. Im nächsten Teaser lag die Ladung dann auf dem Boden und ich habe von Anfang an gesagt, dass das für mich wie so eine Art Strahltriebwerk oder Strahlentriebwerk für eine Rakete aussieht. Es gab viele andere Vermutungen, was das sein könnte. Ich blieb bei meiner Theorie. Und jetzt haben wir auf einmal zum Start von diesem Trailer eine Rakete hier. Es ist der absolute Wahnsinn. Und eine natürlich Raketenabschussbahn. Wie es in meiner Vermutung zum zweiten Ingame-Teaser war, scheint es so zu sein, dass wir eine fette Map-Änderung auf dem World's Edge bekommen. Fraglich ist aktuell Stand jetzt noch immer, bekommen wir Olympus als dritte Map oder nicht? In diesem Trailer wird dazu leider überhaupt nichts verraten. Wir bekommen aber, ich denke, in den nächsten 7-8 Tagen spätestens noch den In-Game-Teaser, wie quasi das Spiel in Live aussieht in Season 6. Und da spätestens, denke ich, wird dann schon geteasert, ob wir Olympus bekommen oder nicht. Was mit der Rakete es auf sich hat, das wissen wir aktuell natürlich nicht. Und jetzt schauen wir mal, was hier so rückwärts alles passiert. Der Beat ist natürlich wieder geil und hier ist Octane komplett zerfetzt. So, hier mache ich das allererste Mal Stopp, denn hier haben wir eine der ersten Fähigkeiten rund um Rampart, die neue Legende. Ich überlege, ob ich vielleicht nochmal vor Season 6 ein extra Video über ihre Fähigkeiten mache oder ob ich das zum Start von Season 6 mache. Es ist wahrscheinlich eine taktische Fähigkeit. Ich könnte auch ihre Ulti sein, das liegt im Auge des Betrachters wahrscheinlich, Stand jetzt zumindest. Diese Fähigkeit ist eine Barrikade, die sie aufstellen kann. Wir sehen auch hier dieses R-Logo, speziell für Rampart. Es ist eine Barrikade, aus der wir, wie wir hier im Hintergrund sehen, Bangalore, wir können aus dieser Barrikade hinaus schießen, aber eingehende Schüsse vom Gegner kommen dann nicht durch. Und die ausgehenden Schüsse von eigenen Teammates soll verstärkt werden. Ob das aktuell alle Waffen betrifft, steht noch nicht so ganz fest. Vielleicht könnte es auch nur schwere Waffen betreffen oder vielleicht sogar nur die Spitfire. Weil übrigens der Graffiti-Mod wohl angeblich nur auf die Spitfire passen soll. Das soweit zur ersten Fähigkeit von Rampart. So, jetzt muss ich hier einfach nochmal Stopp machen, denn ich habe gerade ein wenig Kritik in meinem eigenen Stream abbekommen, weil es hieß, wie, du hast das Core-Stick-Erbstück nicht erkannt. Es war natürlich, und es war mir völlig klar, es war nicht, das hat wahrscheinlich ein bisschen verwirrend ausgesehen, weil alles rückwärts läuft und zuerst das Gas austritt. Core-Stick haut einfach nur mit seinem Nox-Gas-Pathfinder so ordentlich eine vor den Latz und dadurch, dass das rückwärts läuft, hätte man denken können, das ist ein Erbstück. Es macht keinen Sinn, dass diese Nox-Auslösegranate, keine Ahnung, aus dem Erbstück ist. Das wäre ziemlich unkreativ und es scheint einfach nur ein Finisher zu sein. So, jetzt sehen wir in dem Trailer erstmals offiziell die neue Legende. Es ist Rampart. Vielleicht heißt sie auch, bürgerlichen Name könnte Sheila sein. Rampart ist natürlich bestätigt und hier möchte ich nochmal drauf eingehen. Relativ weit zum Release von Apex Legends überhaupt kamen die ersten Leaks schon zu den zukünftigen Legenden, 12 Stück an der Zahl. Und da war Rampart ursprünglich ein Mann. Die Fähigkeiten bis jetzt haben sich tatsächlich nicht geändert nach knapp anderthalb Jahren. Nur das Geschlecht hat sich geändert. Ich gehe davon aus, und das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, ich denke, das ist so ein kleiner, auch ein kleiner Seitenhieb und eine coole Idee von Respawn, weil die mögen das ja tatsächlich nicht, dass die ganzen Dataminer wie Dead One Mining Guy, iLoot Games und wie sie alle heißen, in den Quellcodes rumschnüffeln. Natürlich lebe ich von diesen Informationen auf YouTube mit den Informationen, weil ich viele meiner Informationen aus diesen Informationen von den englischen Seiten her habe, ganz klar. Aber es war ursprünglich, wie gesagt, ein Mann und ich glaube, das ist wie mit der ganzen Forge-Geschichte und Revenant, so ein kleiner Seitenhieb, dass die kurz vor Erscheinen von Season 6 das Geschlecht und die Optik und alles halt logischerweise geändert haben. Finde ich auf jeden Fall eine kreative Sache und es könnte tatsächlich sein, dass das vielleicht auch ihre Ulti ist. Das ist ein schweres Geschütz, was sie egal wo aufstellen kann, wo sie gerade Bock hat, wenn es denn passt, wie das Lifeline-Paket zum Beispiel, kannst du ja auch nicht überall stellen. Ich gehe davon aus, dass du da aber mehr Möglichkeiten hast. Dieses Geschütz soll wohl jeder benutzen können. Es scheint so zu sein, als müssten wir schwere Munition mit uns tragen, damit wir das Teil bedienen können.
und die Nachladezeit soll extrem lang dauern. Es kann tatsächlich sein, ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig in Erinnerung habe, dass da 200 Schuss drin sind, aber hundertprozentig weiß ich das jetzt nicht mehr. Das soweit dazu. Wie gesagt, aktuell Ulti, ja, nein, vielleicht. Hier könnte sich auf der Schweißmaske oder Schweißherrmaske ein kleiner Hinweis befinden. Hier ist dieses R-Logo wieder und auf dem Kopf steht Arms. Und Respawn hat irgendwann gesagt, jedes kleinste Detail aus einem Trailer oder sonst wo könnte eine gewisse Bedeutung haben. Welches genau? Naja, es wird wahrscheinlich Arms für, ja, hier, ihr seht ja die Bullets hier. Irgend sowas wird es bedeuten, irgendwas mit, ja, Armor, keine Ahnung. Rüstung, irgend sowas. Nimmst du nicht für übel, wenn ich jetzt hier anfange zu stottern. Wer weiß, was es bedeutet. Jetzt habe ich es verstanden. Sheila and I ready to dance. Es heißt, alles klar. Deswegen all hail Sheila. Hört nochmal genau hin. Jetzt fragt Mirage, who is Sheila? Passt auf jetzt. Who is Sheila? Ganz klar, verwette ich meinen Arsch. Sheila ist ihre Ulti, wahrscheinlich ihr absolutes Meisterstück in Sachen gemoddete Waffe. Ja, Sheila ist eine Waffe. Ich habe die ganze Zeit gerätselt. Ich habe das Video jetzt schon mal aufgenommen. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, Sheila ist vielleicht ihr bürgerlicher Name. Jetzt habe ich durch den Akzent es endlich durchgehört, dass sie sagt, Sheila and I are ready to dance. Richtig edel. Absolut starke Sache. Wir haben übrigens wieder, wie in jedem Trailer, ein kleines Nessie versteckt unter dem Tisch. Ansonsten gibt es zu dem Trailer gar nicht so viel mehr zu sagen. Natürlich hier der offizielle Release, der 18.8. Ladies and Gentlemen, das waren alle Informationen. Gebt mir mal ein Feedback. Wünscht ihr euch noch vor Season 6 vielleicht nochmal ein extra Video über Rampart, über ihre ganzen Fähigkeiten? Falls ja, lasst mich das auf jeden Fall wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich werde mich da sehr gerne bereit erklären, das noch zu machen. Ansonsten spätestens zum Start von Season 6. Wenn es um Rampart geht, werde ich darüber sowieso nochmal berichten. Das soll es soweit gewesen sein. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr von dem Trailer haltet, was ihr von den ganzen Informationen haltet. Eine neue Waffe, neues Material zum Craften und so weiter. Extrem interessant. Und natürlich werde ich euch auch zum Start von Season 6 begleiten. Ich werde es wieder streamen. Ich werde quasi in die neue Season wieder reinstreamen. Am 18. Ich denke mal, dass ich 17, 18 Uhr wieder starte. Und es wird nach dem Start von Season 6 natürlich jeden Tag wieder ein neues Video geben. Patch-Note-Video, Battle Pass, neue Waffe und so weiter. Was uns alles in Season 6 auf jeden Fall noch erwarten wird. Das war es jetzt von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und unterstützt mich gerne auf dem Weg zu meinem absolut größten Meilenstein bis jetzt, den 10.000 Abonnenten. Das war es von mir. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Rein, ciao.